bevor ich zu meinem, ja doch, nee, Highlight des Games komme, eines Tages war es jetzt nicht, glaube ich, immer noch Horizon Zero Dawn für mich. Aber zu South Park, The Fractured Butthole oder auf Deutsch die rektakuläre Zerreißprobe, wo wir auch eine Gameplay-Präsentation hatten bei Ubisoft, die immer ein bisschen anders war als sonst. Ich wollte gerade sagen, sag's bitte dazu. Also, ja, mach das mal. Naja, erst nochmal. Wir hatten, naja, also nicht wir persönlich, aber wir hatten die Möglichkeit dort mal die Nautilus Rift in der Aktion zu erleben. Falls das jemand nicht weiß, die Nautilus Rift, oh Gott, ist quasi so, ja, die Persiflage auf die Oculus Rift. Also im Grunde, bekommst du so eine Gasmaske, sag ich mal, aufgesetzt und die hat eigentlich nur den einen Sinn, sobald im Spiel gefurzt wird oder irgendwas, bekommst du die volle Ladung an Gestank ab. Was, ganz ehrlich, ich habe das erst für einen Gag gehalten. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ding wirklich da ist. Auf jeden Fall war das wirklich da und einer der Leute, ein junger Mann, der da im Publikum saß, der durfte das Ding dann aufsetzen. Und er durfte dann quasi die ganze Präsentation über, immer wenn unser kleiner Charakter irgendwie auf dem Klo saß oder immer wenn gefurzt wurde, bekam er halt voll die Breitseite ab. Ja, womit, also ich habe ja den ersten Teil nicht gespielt. Ja, wir können kurz damit anfangen. Also, der erste Teil, Stick of Truth, der Start der Wahrheit, war so, dass die Kinder in South Park halt ein Mittelalterspiel gespielt haben, wo der Dritte und so waren. Und du, als der neue Junge, der in die Stadt zugezogen ist, in diese ganze Sache hinein verwickelt wurdest, um den Kampf um den Stab der Wahrheit. Und da ging es so aus, dass du den Stab der Wahrheit gefunden habt, dass du der Retter, der Held warst und zum König gekrönt wurdest. Nun? War das irgendwie eher zum König Dummkopf oder irgendwie war das? Nee, zum König. Echt? Was hat er denn da erzählt? Ist ja auch egal. Du wurdest zum König gekrönt. Problem ist jetzt, Kinder spielen kein Mittelalter mehr. Die spielen jetzt halt Superhelden. Und du bist der König von Mittelalter und der passt nicht zu Superhelden. Der, ja, das ist der Dummkopf jetzt. Mit dem Spielen. Der ist ein Superheld. Das sind nur wir. Genau, das und die, die Gameplay-Demo startet quasi damit, dass wir in Eric Cartmans Haus gehen und eigentlich mit ihm irgendwie, also auf jeden Fall irgendwie zu ihm wollen und feststellen, also wissen von der Mutter, Eric ist im Keller. Okay, gehen wir an die Kellertür, da ist dann so ein Zahnschloss. Hat Eric Cartman als 10-Jähriger ein Zahnschloss installiert, dass die Tür verschließt. Dann hast du halt, war er schon dran oder geht er jetzt gerade dahin? Mach mal gerne mal Pause, wenn er da ist. Genau, jetzt ist er da. Was einfach so, also ich bin zwar South Park Fan, aber ich bin echt nicht so tief drin, aber das hat mich echt weggehauen, das Ding. Er kommt an diese Konsole, an dieses Nummernpad ran. Und da sind halt die Zahlen von 1 bis 9 und 0 so ein Kram drauf dran. Und jede Zahl hat ein bestimmtes Wort. Und Eric Cartman hat sich statt sich einen Zahlencode auszudenken, sich einfach nur ein Wort oder einen Satz ausgedacht. So. Und dann drückt er halt darauf rum. Ne? Und so, yeah, yo, fuck, donkey, balls, pee, poop. Und ach, mein, das ist so krass auf alles. Und naja, wir kommen halt nicht rein. Dann müssen wir halt im Haus nach Eric Cartmans Passwort suchen, was wir dann letztendlich in seinem Kinderzimmer finden. Und genau, hier sieht man es gerade in der Demo, gibt da, also dieser Präsident, den wir gerade sehen, gibt da nochmal den falschen Code ein. Und naja, klappt dann alles nicht und du musst halt wirklich den richtigen Code haben, wie das so ist. Und wir finden ihn halt in seinem Tagebuch. Ja, so eine Art Tagebuch. In so einer, oder ja, auf jeden Fall irgendeine Art Notizbuch, was er sich angelegt hat. Und da findet man dann noch so Zeichnungen drin, wie Keil, rektal befriedigt. Ja, und ganz verstörender Kram auf jeden Fall für einen 10-Jährigen. Und naja, wir finden halt diesen Code und das war schon mal, da war dann der erste Punkt, dann sind wir irgendwann ins Bad und dann ist dieser Charakter aufs Klo gegangen. Und der Typ, der diese Nose oder Swift auf hatte, hat die volle Breitseite an Furz- und Kacke-Geruch mitbekommen und einfach herrlich, wirklich. Also es kann jetzt nicht ganz so schlimm gewesen sein, er hat es eigentlich ziemlich gut weggesteckt. Ja. Aber die Idee ist... Aber er hat da schon gut geguckt, aber die ganze Zeit die Kamera... Ja, ja, also die Idee ist einfach geil. Ja. Auf jeden Fall finden wir den Code, wir testen die Nozolo Rift aus, wir finden noch so ein paar Sachen in Eric Cartmans Zimmer, im Schlafzimmer der Mutter, was mir also im Nachhinein aufgefallen ist, was du da alles gefunden hast. Ja, also ich weiß, im Erdteil waren du hast so Dildos und sonst... Ja, du hast da auf dem Tisch stand so ein Dildo mit irgendeiner Tube, was vermutlich Kleidcreme ist, und dann findest du da drunter
in der Schublade einen Camcorder, wo einfach die Verbindung ganz klar ist. So. Ja. Perfekt. Das ist ja sehr schön. Ja, auf jeden Fall geht er dann runter. Ja, und wie gesagt, und er geht runter und wie gesagt, und geht ja darum, halt die Kinder spielen Superhelden. Achso, dürfen wir noch sagen, wie das Passwort war? Das kannst du natürlich sagen. Das war sehr, sehr Cartman-lastig. Wir haben es ja gesehen, das Passwort stand ja auch dafür. Ja, okay. You Mom. Ja. Also. auf jeden Fall, die Kinder spielen Superhelden, wollen halt, nachdem die Marvel-Filme so erfolgreich sind und die Franchise Phase 2, Phase 1, Phase 3 machen, auch ihre eigenen Superhelden-Filme drehen, auch die Billiarde Dollar abzubekommen davon. Und die Dollar. Das ist eine geniale Idee. Ja, geniale Idee. Und zerstreiten sich dann halt, wer welchen Film bekommen soll, wer welche Serie bekommen soll. Und Julian hat dann verwickelt dann halt, dass wir ja doch ein Superheld werden und uns zumindest am Anfang erstmal automatisch Cartmans Leuten scheinbar anschließen. Wie gesagt, Cartman sagte halt, nee, du bist ein Superheld, also möchte eigentlich mit uns spielen. Dann sagt die Mutter, doch, sei lieb zu deinen Freunden und teil mit ihnen, ne? Genau, dann werden wir halt gefragt, was für ein Superheld wir sind. Können am Anfang halt eine von drei Klassen auswählen. Ja. Wozu Cartman extra noch so eine App entwickelt hat anscheinend, wo man seinen Charakterwerte eingeben kann. Ja, und halt die ersten drei Klassen sind halt entweder so ein Speedster wie Flash, Brutal. Ja, dann haben wir das, der Brutalist, der Speedster, und was ist der in der Mitte? Sieht man jetzt gar nicht. Cyclops oder so? Ja, jetzt Blaster, der Blaster. Genau. Die hat alle so stehen für Angriff, bisschen mehr Tankkick oder mehr Schaden Supporter. Oder mehr Support. Genau, von diesen, am Anfang sind nur drei Klassen, wurde gesagt, zu Beginn des Spiels. Im Laufe des Spiels kann man halt bis zu 12 Klassen freischalten. Mhm. Man kann auch seine Klasse wechseln zwischendurch. Und sie kombinieren. Und man kann sie genau später kombinieren, dass man halt zwei Klassen gleichzeitig hat. Was natürlich eine große Vielfalt da lässt. Und dann, ich sag mal, ein bisschen mehr Individualität, als das in den ersten Teil hast. Wo, glaube ich, wenn ich erinnere, vier Klassen hatte ich im ersten Teil. Ich habe nicht gespielt. Ich meine, vier Klassen hatte man. Und generell das Gameplay, das Kampfsystem war relativ minimalistisch, sag ich mal. Mhm. Aber kommen wir gleich, auf jeden Fall, sagt ihr halt, wählt eine der drei Startklassen aus und also bekommen dann halt eine passende Hintergrundgeschichte von Cartman serviert, wie er diese Kräfte bekommt, so als Speedstar. Das ist so dass halt unsere Eltern halt in das Elternhaus eingebrochen wird und wir Angst haben, unsere Eltern ja, und dann halt wir als Kind die Eindringlinge vertreiben mit unseren Superkräften. Im Prinzip dann halt dann auch unsere Superkräfte erklärt, was für Kräfte haben wir alles am Anfang. Und wie funktioniert das mit diesem System, dass man jetzt immer in so Quadrat oder ja in so Quadrat steht so und die halt dann irgendwie auch überwinden muss, um zu Gegnern hinzukommen und ja, also die Reichweite kann. Hast und so. Genau. Sachen halt, dass es ein bisschen mehr komplexer wird als der erste Teil. Was aber ganz rudimentär ist, was aber eigentlich so es gut funktioniert hat. Muss auch nicht, es ist halt einfach ein spielbares Hausparkfeuer, wird auch da sein, mit unglaublich viel Spaß machen. Wie gesagt, und dann halt, wir besiegen die Eingreifer und dann gehen wir unseren Elternzimmer, um zu gucken, wie es unseren Eltern geht. Weil sie immer noch, weil eine von, ich glaube, die Mutter immer noch um Hilfe schreit oder in die Richtung. Ja, die sind gerade immer, und die haben den Angriff nicht bemerkt, die haben fröhlich da pimpern und das. Ja, traumatisiert so sehr, dass, ja, dass wir beschließen, Superheld zu werden. Genau. Und, dafür sorgen wollen, dass das niemand anderem mehr passiert. Genau. Und dann beginnt das eigentlich alles, dass wir dann für Cartman anfangen zu kämpfen und so. Wie gesagt, es wurde noch ein Kampf gezeigt, halt später auf der Straße mit anderen Superhelden zusammen. Da konnten wir auch wirklich jeden einzelnen Superhelden befehligen. Wo dann die beiden verfeindeten Klassen quasi aufeinander treffen, ne? Also die mit Mysterio unterwegs sind. Genau. Das war, glaube ich, ein bisschen anders, weil ich mich nämlich im rechten Innere, im ersten Teil, da konntest du deine Gefährten nicht direkt steuern, was sie machen sollen. Ich weiß, da kann ich auch nicht mehr genau erinnern. Ich meine, du konntest nicht direkt steuern und hier kannst du wirklich jedem einzelnen deiner Gefährten eigene Befehle erteilen, was er machen sollte, auf jeden Fall. Übrigens, wir sehen es gerade hier, wo eingebrochen wird. Da taucht aus dem Klo noch der Boss quasi auf. Ja, der musste ein Ab sein. Und der fantastisch, Zeit. Ja, fantastisch. Der war jetzt einfach. Also der Humor ist einfach wieder super mit den Klowitzen, mit den ganzen typischen Zauber-Sachen. Ja, genau, die Kaktus. Es wird auch wieder tausend Sachen zum Individualisieren geben, haben die gesagt, zum neue Rüstungen, zum Herstellen, zum Craften. Mhm. Es war schon erst Teil, also du konntest eigentlich alles sehen, was du angezogen hast. Das wird auch hier wieder so sein, du wirst jedes Teil an deinem Charakter sehen können. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Wendungen diese Story noch haben wird. Was als passiert. Also, das erste war schon so abgefahren, einfach. Mit den verschiedenen Clans überall, mit den Nazi-Zombies, die nachher aufgetaucht sind, mit den Elfen, mit den Unterhosen. Und die haben wirklich alles da reingepackt. Mit Sidequests. Was sie auch noch vorgestellt haben, war in South Park im ersten auch schon so, dass immer irgendwo Sachen versteckt waren, halt so Kisten, so, wo Materialien drin waren. Und du die nachher im Laufe des Spiels durch neue Fähigkeiten überreicht hast, dass du mit einer Rektalsonde irgendwo hin teleportieren konntest, die du hattest. Und hier sagen die ja,
die haben halt neues Element dann einfach, um dahin zu kommen, den, wie hieß der nochmal, so ähnlich ein Parcours, nur mit Furz Parcours oder so ähnlich genannt. Ach, ja. Oder halt dann wirklich mit Hilfe deiner Fürze. Fahrtour oder so ähnlich? Fahrtour oder so. Und dann mit Hilfe deiner Fürze dich hochkatapultieren kannst. Ja. Und der Typ jedes Mal, bei jedem, wo du eine bestimmte Höhe, mehrere Fürze brauchst, hat der Typ jedes Mal diese Ladung abgekriegt. Ja, das ist fantastisch. Aber, dann halt, gleich kannst du halt dann als Element halt dich hochkatapultieren kannst, weil du halt die super Fürze hast immer noch. Mhm. Und eine Sache erreichen kannst, von Unterstützung deiner Leute. Also es ist einfach wirklich klasse. Ja, ja. Also jeder, der die erste Teil nicht gespielt hat, sollte es nochmal spielen auf jeden Fall. Weil so viel Humor und Liebe drin steckt. Ja. Also ich als jemand, der den ersten Teil nicht gespielt hat, muss auch sagen, da stecken so viele Anekdoten drin. So, also was wir da oben gerade gesehen haben, unten in Cartmans Keller ist dieser Käfig, wo er Captain Chaos mal über Tage eingesperrt hat. Ja. So Kleinigkeiten irgendwie. Das ist, ja, das ist fantastisch. Und wie er auch schon sein eigenes Merchandise hergestellt hat. Es ist wirklich fantastisch. Also ich hätte mir das niemals so geil vorgestellt. Ich dachte allein, diese coolen Folgen zu sehen, damals die kamen, war schon super im Fernsehen. Und jetzt das Spiel zu haben, einfach. Ja. Das ist geil. Also wir können, glaube ich, beide von uns behaupten, dass wir beide Bock drauf haben. Ja, auf jeden Fall. Also ich überlege mir das immer vorzubestellen, obwohl ich den ersten Teil schon gespielt habe. Also kommt mir ja momentan noch sonst an den ersten Teil zu digitaler Fassung. Mm, ja. Ja, also das ich überlege es mir auch. Also wie gesagt, kommt im Dezember raus, am 6. Dezember passend zu Nikolaus. Wir haben Nikolaus noch kein Geschenk, was er gerne geschenkt haben möchte, falls er was bekommt. Der hat jetzt auf jeden Fall einen Wunsch mehr darauf. Mm, ja. Ja, also man kann feststellen, wir haben Bock drauf, es ist typischer South Park-Humor und am Gameplay haben sie ein bisschen geschraubt. Ja. Scheint ganz gut zu werden. Okay, das muss ich auch zugeben.